Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier in meinen Podcast reinhörst oder dieses Interview auf meinem YouTube-Kanal siehst, fühl dich herzlich willkommen. Heute dreht es sich um das Thema des Mundes und deiner Zähne. Was führt alles dazu, dass es deinem Mund und deinen Zähnen nicht gut geht? Wir sprechen also über biologische Zahnheilkunde, die Verbindung aus funktioneller Medizin, Biohacking und Hightech-Zahnheilkunde. Dazu habe ich mit Dr. Dominik Nischwitz eingeladen. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und Functional Basics. Deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit mit Performance, Lebensqualität, Begeisterung vom Leben und Happiness. Und in den Interviews lade ich mir Experten und tolle Menschen ein, die dir zum einen einmal Erfahrungen, Impulse und Tools an die Hand geben, um entsprechend deiner Gesundheit, falls diese in irgendeiner Form beeinträchtigt sein sollte, einmal zu verbessern, zu erhalten und wenn möglich noch zu optimieren. Und das Thema Mundgesundheit und Zähne ist so enorm wichtig. Über das Thema biologische Zahnheilkunde spreche ich mit Dr. Dominik Nischwitz. Er ist Spezialist für biologische Zahnmedizin und Keramikimplantate. Er ist der Autor des Buches In aller Munde und der Gründer von DNA Health and Aesthetics. Er ist internationaler Referent und seine Mission ist es, maximal vielen Menschen zu helfen, wieder gesund und leistungsfähiger zu werden. Wie das Thema funktionelle Medizin, Biohacking, Hightech, Zahnheilkunde zusammen in deinem Mund zu implantieren geht, welche Facetten wie Mindset, Ernährung, Darmgesundheit und vieles, vieles mehr in deine Gesundheit mit reinspielt. Über diese Themen spreche ich mit Dr. Dominik Nischwitz. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann schau bitte direkt in die Videobox, in die Shownotes, aber auch unter functional-basics.de/Dominik-Nischwitz. Dort findest du noch mehr Informationen und Querverweise, um deiner Zahn- und Mundgesundheit etwas Gutes zu tun. Wenn du mehr über Gesundheit, wie du die Basis, dein Fundament für natürliche Gesundheit, Performance, Lebensqualität und Happiness kreierst, dort findest du noch mehr auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Dort habe ich unter anderem meine Webinare, meine Online-Kurse, die dich Step by Step zu mehr Gesundheit, Vitalität, Performance und Happiness entsprechend dich unterstützen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen, alle Fragen aus der Community, sei es aus meiner Instagram-Story von meinem Instagram-Kanal functional.basics und aus meiner Facebook-Gruppe, sind beantwortet worden in einer separaten Podcast-Folge, die du im Nachgang findest. Also falls du jetzt gerade in meinem Podcast-Stream bist oder bei YouTube, das sind zwei Interviews übereinander. Einmal Q&A und einmal Hintergründe. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Dr. Dominik Nischwitz, biologische Zahnheilkunde, die Verbindung aus funktioneller Medizin, Biohacking und Hightech-Zahnheilkunde. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich riesig, heute ein so wichtiges Thema mit Dr. Dominik Nischwitz besprechen zu können. Es geht um unseren Mund und alles, was da dran hängt. Dominik, ich freue mich, dass du im Podcast bist. Carsten, tausend Dank für deine Einladung. Ja,
froh, dass wir das jetzt hingekriegt haben und ein Zeitfenster gefunden haben. Wir haben ja unsere Headline quasi biologische Zahnheilkunde. Die Verbindung aus funktioneller Medizin, Biohacking und Hightech Zahnheilkunde. Mich haben auch ganz, ganz viele Fragen ereilt aus Instagram und meiner Facebook-Gruppe. Die werden wir ans Ende stellen. Es sind einige. Vielleicht wird die eine oder andere Frage sogar schon im Vorlauf geklärt. Lass uns erstmal klären, wer du überhaupt bist, weil deine Hand hat ja nicht dein Buch in der Hand oder dich vielleicht schon mal vernommen. Ich habe dich im Intro schon mal kurz vorgestellt. Kannst du dich einmal etwas näher erläutern? Wie bist du zur biologischen Zahnheilkunde gekommen und gab es da Schlüsselmomente, die dich zu dem gemacht haben, was du heute tust? Ja, gibt es auf jeden Fall ein paar Schlüsselmomente in meinem Leben. Also ich bin, wie gesagt, Spezialist für biologische Zahnmedizin. Wir hatten es ja vorher kurz angesprochen. Nicht zwingend der typische konventionelle Zahnarzt, aber wie auch schon der Titel sagt, das ist die Überschneidung von Hightech-Zahnmedizin. Insofern bin ich natürlich ein Zahnarzt. Biohacking, Health Optimization. Und im Endeffekt hat das alles bei mir selber angefangen. Es ist also quasi meine eigene Reise. Wie kriege ich mich so gesund wie möglich? War quasi als Kind sehr, sehr athletisch und sportlich, wollte Skateboard-Profi werden. Und war aber einfach nicht so fit, wie ich sein wollte. Teilweise auch irgendwo schon halbwegs chronisch krank und habe mich dann eben auf die Suche begeben. Parallel dazu Zahnmedizin studiert. Ich beschäftige mich seit meinem halben Leben mit Ernährung, mit Ernährungsmedizin, mit Experimenten, wie man eben das Maximum rausholen kann. Da lernt man natürlich in den Bereichen alles weitere, auch wenn es um Mindset geht, Strukturierung, Lifestyle. Im Endeffekt bin ich Spezialist für optimale Gesundheit und durch Zufall auch noch spezialisiert auf biologische Zahnmedizin und in diesem Bereich auch noch super spitz drin als Chirurg und Spezialist für Keramikimplantate, wo ich ja quasi auch der Präsident bin für die internationale Gesellschaft. Insofern ist das alles ein Weg von mir selber für optimale Gesundheit. Und heute ist es eben so, dass ich die ganzen Dinge, die ich gelernt habe, eben weitergeben kann und natürlich auch wahnsinnig viele Patienten behandle und ja, sowohl chronisch kranke Patienten als auch und viel mehr eigentlich momentan Leute, die sich eben für Gesundheitsoptimierung interessieren, für Biohacking, CEOs, Leute, die alles aus ihrem Körper rausholen wollen, Athleten, Hochleistungsathleten, also es driftet so ein bisschen in diese Richtung ab, was mir natürlich auch maximal Spaß macht, weil ich nenne es immer das Champions-Mindset, einfach mit Leuten Strukturen und Gewohnheiten entwickeln, installieren, die eben dazu führen, dass man einfach mit seinem Leben Vollgas geben kann. Und ein wichtiger Punkt, und wenn nicht der allerwichtigste, also meine Priorität ist eben optimale Gesundheit. So kann man sagen, bin ich dazu gekommen. Meine erste Frage ist, hast du denn als Kind irgendwas mit den Zähnen mal gehabt? Also mit den Zähnen irgendwelche Löcher, irgendwas in die Richtung, gar nicht. Aber ich habe natürlich was mit den Zähnen gehabt. Mein Dad ist ja auch Zahnarzt. Und insofern ist natürlich Zahnarzt immer irgendwo mitgeschwungen im Hintergrund. Aber an sich eher negativ, weil mein Vater halt immer weg war. Der war halt immer nur in der Praxis. Und für mich war das jetzt nicht das, wonach ich mich als Kind gesehnt habe, immer nur arbeiten. Habe natürlich nicht gewusst, dass das seine Passion ist und dass er da maximal Spaß dran hat. Insofern habe ich mich damit auch wirklich nicht beschäftigt. Und es war wirklich Zufall oder man sagt ja nicht Schicksal, aber das Universum hat mich dann quasi als Zivi in die Zahnklinik geschickt sozusagen. Weil ich bin ja Rettungssanitäter. Da mussten wir ein Klinikpraktikum machen und da war ich zum ersten Mal wirklich in der Zahnmedizin, der Zahnklinik und hab das so gesehen. Und ich wusste von meinem Vater, dass das feines Handwerk einfach wichtig ist und künstlerische Begabung, das hatte ich natürlich schon immer. Insofern war das dann einfach so eine Nacht- und Nebel-Aktion, dass ich mich dann dafür das Studium beworben habe. Das war nicht unbedingt jetzt mein Call. So. Mhm. Wo ist denn der Unterschied zwischen, ich nenne es mal, einem Zahnarzt, das, was man vielleicht so kennt, wo man hingeht, wenn man irgendwie eine Routineuntersuchung hat oder die Zähne heller oder naja, dunkler, glaube ich nicht, aber irgendwas hat im Mund, da geht man ja zum Zahnarzt. Wo ist denn der Unterschied zwischen einem biologischen Zahnheilkundearzt und einem Zahnarzt? Genau, wenn man jetzt rein auf das Handwerk eingeht, dann geht es primär darum, muss man vielleicht ein bisschen die Geschichte mit reinnehmen, der Zahnarzt war früher kein Arzt, wir waren früher alle Dentisten. Und auch in der Uni ist es so, dass wir eben unser Fokus auf das Handwerk legen und parallel dazu Medizin studieren. Aber es geht schon mehr so um Zähne reparieren. Ja, wie du es gerade vorher gefragt hast, du hattest ein Loch, dann hat man Schmerzen und dann gehst du zum Zahnarzt und dann wird dir halt eine Füllung eingebaut oder eine Porzellkrone oder eine Wurzelbehandlung.
Also das ist im Endeffekt, der konventionelle Zahnarzt beschäftigt sich mehr damit, wie kann er die Zähne mit der Funktion kauen wiederherstellen, wie kann er das vielleicht reinigen, polieren und achtet weniger darauf, dass der Mund eben, wie aus der biologischen Sicht, Spiegel für die Gesundheit ist und baut dementsprechend eben auch Dinge ein, die vielleicht in der heutigen Welt zumindest zwar zum Kauen funktionieren, aber gegebenenfalls einfach ja, Allergien hervorrufen können oder einfach super unverträglich sind. Wir haben sehr, sehr viele Metalle verbaut. Dinge, die vielleicht handwerklich und ingenieursmäßig in einem Auto gut passen oder wenn man ja, Terminator sein will, aber nicht unbedingt für den Mensch, weil klar, zum Draufbeißen funktioniert das alles. Da funktioniert eine Amalgamfüllung, da funktioniert eine Wurzelbehandlung, da funktioniert alles Mögliche, Kobalt, Chrom, Nickel, Stähle, alles, was man da halt so im Mund einbaut. Aber wenn du dir das eben, wenn du wirklich den Mund anguckst, als, das ist ja logisch, das ist Teil deines Körpers, das ist der Eingang zum gesamten System, sag mal, der Spiegel für die Gesundheit, dann macht das natürlich dementsprechend, kann das Problem im ganzen Körper auslösen. Und der biologische Zahnarzt primär fokussiert sich einfach auch natürlich auf das Kauen und das Hightech-Handwerk. Aber wir nutzen natürlich Materialien, die 100% biokompatibel sind, sprich, die nicht irgendwo Metall enthalten oder Umwelttoxine beinhalten oder irgendwo eine chronische Entzündung in deinem Körper auslösen können oder eine weitere Stressreaktion. Also wir versuchen, Dinge zu nutzen, um zu reparieren natürlich, die aber dann nicht stören. Ja, also wir machen den Körper quasi störfeldfrei, entfernen die Quellen und ja, einfach was wir nutzen können. Der tolle Teil daran ist, weil es gibt ja auch genug Zahnärzte, die nicht nur nach dem Handwerk gucken, die gucken auch nach der Ästhetik. Wie du schon gesagt hast, man kann ja Zähne auch bleachen, heller machen oder einen Hollywood-Smile machen. Das nennt man eher ästhetische Zahnmedizin. Und wenn man wirklich Hightech-Ästhetik-Zahnmedizin macht, das war quasi, im Zahnmedizinbereich war das meine Eintrittskarte, dass ich erstmal das Curriculum zur ästhetischer Zahnmedizin gemacht habe. Und ästhetische Zahnmedizin beschäftigt sich immer mit biokompatiblen Materialien, weil das ist am natürlichsten. Ein mit hässlicher Metallrand sieht scheiße aus. Insofern, ein ästhetischer Zahnarzt wird immer mehr auf Keramik achten und dementsprechend dafür auch affin sein, was kann man da nutzen. Und jetzt Zahnwurzeln, künstliche, sind typischerweise aus Metall, aus Titan. Das ist ja mein Hauptspezialgebiet, künstliche Zahnwurzeln aus Keramik einzusetzen. Und auch zu ästhetisch, also Ästhetik und Gesundheit passt eben immer zusammen. Nur aus meiner Sicht ist das Wording eben umgekehrt. Gesundheit, Priorität 1. Und wer gesund ist, ist auch meistens ästhetisch auf allen Ebenen. Also nicht viel polieren von außen, sondern von innen arbeiten. Und dementsprechend, wenn man was reparieren muss von außen, dann eben Dinge nutzen, die den Körper in sich nicht stören oder stressen. Insofern ist es überhaupt gar nicht konträr zur konventionellen Zahnmedizin, sondern einfach nur die Weiterentwicklung. Primär erstmal zu, man kann es von der ästhetischen Sicht sehen, aber natürlich von der biokompatiblen Sicht. Aber was eben on top dazukommt, ist eben dieses Wissen zu, wie ist eben das Nervensystem verbunden, was hat chronische Entzündungen oder Umweltgifte überhaupt mit dem ganzen Körper zu tun. Das ist eben dann die Weiterentwicklung. Warum spielt da Ernährung so eine große Rolle? Wie müssen wir unseren Körper aufbauen, dass der überhaupt regenerieren kann, entspannen kann, Knochen aufbauen kann? Zähne können sich wirklich selber reparieren, Knochen auch. Und deswegen ist es einfach die Weiterentwicklung. Und da müssen wir eben unterrichten, also die funktionelle Medizin oder Health Optimization, Biohacking, einfach in das Ganze mit reinbringen. Das ist wahrscheinlich, was ich damit dazu gebracht habe über die Jahre. Also der Mund ist, wie du schon sagst, die Eintrittspforte in unser System, in unser Körper. Ja. Ich bin auf den Mund damals gekommen, als ich mich mit Mikrobiotika oder mit Bakterien beschäftigt habe. Und viele sprechen immer über Mikrobiom im Darm, aber bis da das Essen hinkommt, da muss es definitiv in irgendeiner Form dem Mund passiert haben, außer man schiebt sich das Essen irgendwo anders rein. Aber das ist ja das Thema, dass Parodontose zum Beispiel, Zahnfleischbluten, die Bakterien, die die Parodontitis auslösen, habe ich zumindest gelesen, dass die zum Beispiel auch in Bandscheiben gefunden werden oder im Gehirn oder in arteriosklerotischen Plaques. Und die Frage ist ja, wie kommt das dorthin, wenn doch der Mund eigentlich alles geschlossen ist? Und jetzt gehe ich zum Zahnarzt mit Zahnfleischbluten und dann kommt vielleicht, ja, wechseln mal die Zahnpasta, drücken Sie so doll auf, kommen Sie mal in einem halben Jahr wieder. Als genau. Idee. Du gehst jetzt davon aus, dass du einfach ein optimal, also dein Zahn wäre gesund. Du hast einfach nur Zahnfleischbluten, Parodontose und dann, genau, das ist eben das Problem, dass der Zahnarzt dann mehr darauf trainiert ist, eben die Zähne als Kauwerkzeug zu sehen und nur den Mund für sich separat und gar nicht auf die Idee kommt zu gucken, wieso hat er denn jetzt da wirklich eine Parodontitis, was ist denn das jetzt für ein Zeichen? Eigentlich wissen wir ja, Parodontitis ist einfach die Entzündung des Zahnhaltapparats, da geht meistens
vorweg eine Entzündung des Zahnfleisches, also Gingivitis, das ist die Vorstufe. Mhm. Und trainiert wird man in der Uni ein bisschen so, dass man das halt durch Reinigung wegbringt, die Zähne putzen, das Ganze am besten noch desinfizieren mit irgendwelchen Mundspüllösungen. Also man arbeitet sehr, sehr lokal gesehen und guckt eben, dass man da irgendwas macht. Das sind so die Tools, die wir haben. Dass man weiter guckt, ist eher selten. Und das macht natürlich ein biologischer Zahnarzt, der überlegt sich, Moment mal, du hast kerngesunde Zähne, wieso hast du jetzt eine Zahnfleischentzündung oder sogar eine Entzündung vom Zahnhalteapparat? Guck dann eventuell, das machen vielleicht Zahnärzte natürlich auch schon, die gucken schon nach dem Mikrobiom, gucken, ob da irgendwelche pathogenen Keime da sind, die in den Taschen sitzen. Dann würde das gereinigt werden wieder. Aber wir würden nicht gucken, was hat diese Dysbiose ausgelöst? Wieso sind diese Keime verstärkt an der Stelle? Wir wissen aber heute, dass eben chronische Entzündungen oder auch Zytokine, das ist im Endeffekt nur dein Immunsystem, das eben Pilze, Viren, Bakterien, Fremdproteine aggressiv abwehrt. Und die Frage stellt sich dann eher, wieso hast du eben diese Dysbiose in deinen Mund bekommen? Und dann muss man weiter gucken. Dann kann man gucken, hier der Mund, wie du gerade gesagt hast, ist ja der Eingang zu eurem System. Das ist eigentlich der Eingang zu eurem Magen-Darm-Trakt. Die gesamte Verdauung beginnt in eurem Mund durch Speichel, durch Kauvorgänge und dann geht es in den Darm runter. Und das hängt alles zusammen. Das heißt, wenn hier drin jetzt noch keine Fremdmaterialien drin sind, ihr trotzdem irgendwo Entzündung habt, kann das auch mal von unten nach oben kommen. Ja, dass ihr eben sozusagen alles, was in den Mund reinkommt, was ihr da reinsteckt, und das ist ja eure Ernährung, kann natürlich wieder Probleme dort auslösen. Wir haben ein Mikrobiom in unserem Mund. Und all diese Keime, die wir da auch testen und messen als Zahnarzt, die sind per se nicht negativ oder so. Streptococcus mutans ist der typische Keim, den man in der Uni lernt, der eben Karies auslöst. Das ist aber keine Kausalkette. Das ist vielleicht eine Korrelation mit dem Streptococcus mutans, weil der Streptococcus mutans ist auch bei normalen Menschen immer vorhanden. Die Frage ist nur, nimmt der überhand oder wird der besonders stark gefüttert? Und da wissen wir eben, dass der natürlich gern stärkehaltige Dinge oder Glucose oder Zucker verstoffwechselt. Das ist ein No-Brainer, dass wir wissen, dass Zucker nicht ideal ist für den Körper und Zucker auf Dauer natürlich auch zu Problemen führt, unter anderem zu Karies. Insofern müssen wir sich das mehr als systemisches Problem vorstellen. Ja, euer Mikrobiom ist abhängig davon, was ihr täglich damit macht. Das Mikrobiom entsteht schon, wenn ihr quasi auf die Welt kommt. Das erste Mikrobiom bekommt ihr von eurer Mutter durch den Geburtskanal und dann durch Brustmilch. Dieses Mikrobiom, also diese Diversifizierung der Bakterien im Mund, ist ein komplett anderes Mikrobiom zu jemandem, der sich zum Beispiel mit der Standardernährung ernährt, also viel Fertigprodukte mit viel Zucker, Weizen, raffinierten Speiseölen, Kuhmilch. Das sieht komplett anders aus wie das Mikrobiom von jemandem, der sich zum Beispiel jetzt in deinem Bereich mit Coaching, mit ketogener Ernährung beschäftigt, paleomäßig ist oder Veganer ist. Das ändert sich auch innerhalb von 3 bis 7 Tagen. Und da ist es eben wichtig, dass man neben der Reinigung, natürlich, wenn du hier riesige Zahnsteinberge hast und Plaque und auch noch unter dem Zahnfleisch, dann muss das natürlich vom Zahnarzt gereinigt werden. Aber das nächste Level oder die Weiterentwicklung ist eben, dass der Zahnarzt oder der Arzt oder der Coach eben guckt, was fehlt denn oder was ist von außen dazugekommen, was da nicht hingehört. Ja? Mhm. Und nicht jeder hat eben perfekte Zähne und deswegen eine Parodontitis. Meistens sind da schon irgendwelche handwerklichen Dinge vorausgegangen. Aber wenn es wirklich so wäre, dann würde ich als allererstes auf meinen Lifestyle gucken, auf die Ernährung. Mhm. Und gar nicht zu zwingend aufs Putzen, weil ich bin mir ziemlich sicher, die meisten Leute in Deutschland putzen 1 bis 2 Mal am Tag die Zähne, haben das irgendwo gelernt. Also es ist nicht unbedingt die Reinigung, sondern viel, viel mehr, was macht ihr denn mit euch? Das ist spannend. Also Zähneputzen, denkt man, hat man gelernt. Ich lasse mir von meinen Klienten und Klientinnen auch immer mal wieder Zahnbürste zeigen. Da sehen manche aus wie Schrubber. Also da manche kauen da drauf rum. Also ich will niemanden scharf angucken hier, aber ich kenne da jemand in meiner Partnerschaft. Ich bin es nicht. Da wird ordentlich drauf rumgekaut. Das sieht aus wie ein glattgedrücktes Ding. Hat aber super Zähne. Also das würde ich jetzt auch nicht sagen, dass eine Schrubber kaputte, komische Zahnbürste gleich mit Zahnschmerzen also einhergeht. Also meine Freundin hat super Zähne, aber eine total ramponierte Zahnbürste. Schrubb wie ein Ochs. Genau, also natürlich die Zahnputztechnik, die wird ja eigentlich generell auch geschult, ist auch wichtig. Also ich persönlich putze meine Zähne tatsächlich nur einmal am Tag. Das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Ich habe natürlich auch den Lifestyle und die Ernährung dementsprechend angepasst, sodass meine Zähne sich von innen her reparieren und ich auch gar nicht wirklich viel Biofilm bilde. Sprich dieser Pelz oder diese Beläge auf den Zähnen, die dann wieder zu Ablagerungen führen. Aber generell ist eigentlich eine weiche Zahnbürste zu empfehlen und eher eine kreisende, weiche Bewegung eher in die Richtung. Und das hier
Schrubben mit einer harten Bürste führt eigentlich generell nur auch dazu, dass hier im Seitenzahnbereich eben Zahnhälse freiliegen oder man sich das Zahnfleisch wegputzt oder sogar den Schmelz wegputzt. Also feine Bewegung, ganz simpel. Ich persönlich habe sogar eine Schallzahnbürste, also eine elektrische Zahnbürste. Fühlt sich für mich gut an und ich halte ihn nur drauf. Also da kommt gar kein Druck. Druck braucht er nicht und hart soll es auch nicht sein. Weil natürlich ist der Zahnschmelz auch ein kann man auch abradieren. Dann kommt es auch wieder darauf an, welche Zahnpasta ihr habt. Und ich bin kein Fan von Zahnpasten, die eben irgendwo Schleifmittel, so Schleifkörner enthalten. Genau, die stark abrasiv sind. Ganz oft ist es eben so, dass viele Leute da draußen eben marketingtechnisch beeinflusst sind, wollen natürlich weiße Zähne haben, kann ich auch verstehen, will jeder. Aber diese Whitening oder diese Aufhellzahnpasten sind ganz oft mit Schleifmittel versehen. Schleifmittel poliert euch natürlich euren harten Stein da weg. Und das wollt ihr nicht, weil den Zahnschmelz, der ist Gold wert. Ja? Zähne sind hart wie Granit, hart wie Stein, die sollen auch so hart bleiben. Und das kommt von außen und von innen. Ja, der Körper, der Zahn baut sich von innen über die Pulpe auf, aber auch über den Speichel von außen. Insofern ist das wichtig. Und 17 Mal Zähne putzen am Tag fürs frische Gefühl bringt da gar nichts. Das ist eher negativ. Also, das ist alles dosisabhängig, so wie mit allem. Ja? Eine Flasche Wein am Abend ist zu viel, mal ein Gläschen ist in Ordnung. Genauso ist es auch mit dem Zähneputzen. Aber ich würde mal sagen, im Normalfall zweimal am Tag Zähneputzen mit einer Zahnpasta, die so natürlich wie möglich ist. Kann man sich auch selber herstellen. Ich persönlich habe eine auf Aloe Vera Basis oder auf Kokosbasis. Ich bekomme echt häufig Zahnpasten in letzter Zeit oder auch Zahnputzpulver zugeschickt zum Testen, die wirklich in die richtige Richtung gehen. Also frei von allem sozusagen. Alles, was irgendwie mit Chemie zu tun hat, will ich ja nicht in meinen Mund bringen, weil das ist ja schon wieder Eingang für euer System. Und wenn da nur ein bisschen was offen ist, also zum Beispiel ein bisschen blutiges Zahnfleisch, das ist so wie ein Leaky Gut, nenne ich Leaky Gum. Und all diese Dinge können direkt in euer System rein. Ihr müsst euch immer überlegen, was schmiert ihr euch auf eure Haut? Und Zahnfleisch ist auch Haut. Und da gibt es keine Kontrolle. Das heißt, es geht dann direkt in eure Zelle rein, anstatt, wenn ihr was essen würdet, würde es erst verdaut werden, aufgespalten werden, über die Leber kontrolliert werden und dann erst in eure Zelle kommen. Über die Haut oder über die Zahnhaut, dieses Zahnfleisch, geht es halt direkt rein. Da muss man wirklich aufpassen. Und da ihr da auch noch ein Mikrobiom habt, also Bakterien, die mit euch zusammenleben, ja, das ist eine Synergie, die sollen natürlich eine schöne Diversifizierung haben und nicht pathogen sein, aber wenn die einfach normal sind, dann sollte man die auch nicht 10-mal am Tag desinfizieren. Warum denn? Ja, das ist Quatsch. Ja. Das ist nicht gesund für euer Immunsystem, nicht gut für euren Körper. Ihr braucht es. Euer Mikrobiom da drin ist Schutzfunktion, das ist eure eigene Abwehrfunktion. Habt ihr jetzt bei Corona gelernt auf jeden Fall. Du hast einige Fragen für mich gerade im Kopf gebildet. Du hast gesagt, Zucker ist passé schlecht. Reden wir jetzt vom weißen Haushaltszucker, vom Kokosblütenzucker, vom braunen Zucker, vom rohen Zucker? Okay. Von welchem Zucker reden wir denn da? Das war jetzt natürlich zu pauschalisiert. Ich rede tatsächlich von weißem, raffinierten Haushaltszucker. Ich rede jetzt nicht von dem Nährstoff Glucose, weil am Ende vom Tag ist natürlich Glucose in allem drin, sowohl in deinem Kokoszucker, Kokosblütenzucker, auch wenn da ein bisschen mehr Fructose drin ist. Ich meine jetzt wirklich den raffinierten Speisezucker. Generell, man kann schon sagen, natürlich auch Glucose oder stärkehaltige Dinge auf Dauer, aber der ist jetzt erstmal per se vielleicht der, der am meisten füttert, also Saccharose für euer Darm, für eure Keime. Zum Beispiel Xylitol oder Birkenzucker ist ja auch ein Zucker, aber der wird zum Beispiel auch in der Zahnmedizin eingesetzt, in Kaugummis, aber auch in Spülungen, weil eben Bakterien nichts mit dem anfangen können. Die essen den, finden den auch süß wahrscheinlich und dann platzen die. Deswegen ist der oftmals auch in Zahnpflege-Kaugummis drin. Es gibt auch Kaugummis, die man verwenden kann. Die sind dann gesüßt mit zum Beispiel Xylit. Die haben kein Titandioxid drin und sind eben auf Natur-Kautschuk-Basis. Funktioniert dann auch wieder. Insofern, da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Aber generell ist es natürlich schon so, dass eine Brezel oder Getreide von der Zuckerwirkung, vielleicht muss man auch so sprechen, relativ ähnlich sind wie Haushaltszucker, also von der Biochemie. Mhm. Umso schneller das natürlich für Stoffwechsel wird, umso mehr in eurem Mund, also eine Brezel ist fast schon wie Zucker in eurem Mund. Also man kann es auch nicht ganz nur auf den weißen Haushaltszucker schieben, sondern muss wissen, wie der Körper mit dem Nährstoff umgehen kann. Aber es ist nicht so, dass Kohlenhydrate oder die Glucose am Ende generell jetzt schlecht sind für eure Zähne. So kann man es nicht sagen. Das wäre falsch. Ne, wollte ich bloß, weil manche tauschen dann den Haushaltszucker einfach mit braunen Zucker um oder Kokosblütenzucker. Ja, auf keinen Fall, ja. Ist ja am Ende das Gleiche, auch wenn Kokosblütenzucker vielleicht einen Hauch voll mehr Mineralien hat und anders ausschaut, ein bisschen karamelliger schmeckt. Nee, eventuell. Dann ist einfach Zucker gleich Zucker. Da muss man es wirklich so sagen. Und dann ist Glucose gleich Glucose und führt dazu Probleme in der Richtung. Ja. Da muss man einfach wissen, wie man die Nährstoffe intelligent timed und anwendet,
ich bin ja immer ein großer Fan davon, das über Makronährstoffe zu erklären, weil da ja so viele Leute so einfach Irrglauben haben. Ich habe auch so eine Masterclass für Ernährung entwickelt, einfach als Basic-Kurs, weil so viele Leute von mir das Ganze individuell haben wollen. Aber im Endeffekt kann man 80% pauschalisieren und erklären. Und mir war eben wichtig, so eine Art Kurs zu haben, der für alle Mindsets funktioniert. Sprich, ob du jetzt ein Veganer bist oder ein Carnivore oder Paleo machst oder Ketogen oder was auch immer, dass du verstehst, was ist Protein, was sind Kohlenhydrate, was sind Fette und wie nutzen wir die für unseren Körper, dass die funktionieren, weil keins davon ist fein. Aber von allem gibt es sowohl gute als auch schlechte und die Qualität ist immer entscheidend oder die Achtsamkeit, wie man mit seiner Umwelt und seiner Ernährung umgeht. Darum geht es eigentlich eher und es ist eigentlich total simpel, muss ich ehrlich sagen. Es ist zwar wahnsinnig viel Wissen in dem Bereich, aber Ziel ist ja immer viel zu wissen und dann wenig zu tun. Und natürlich ist die Ernährung auch wieder entscheidend für eure Zähne, aber Zähne oder Haut oder Haare oder Nägel oder Bänder, Sehnen, Gelenke, Muskeln, alles in eurem Körper, was aufgebaut werden muss, hängt davon ab, was ihr in euch, was euch zuführt und was ihr aufnehmen könnt. Insofern ist gesund beginnt im Mund. Natürlich zum einen, was tanken wir da rein? Essen, kauen, leben und so weiter. Aber auch, was müssen wir eben schon vielleicht wieder entfernen, weil es aus reparativen Gründen, aus handwerklichen Gründen installiert wurde? Und was können wir neu installieren, wenn wir was reparieren müssen, das eben biokompatibel ist? Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ja. Also zur Ernährung werden wir nachher noch ein bisschen auch über die Fragen zu sprechen kommen. Du hast eine Frage, die am Anfang aufploppt in meinem Kopf, schon beantwortet, wie du selber Zähne putzt, also mit einer Schallzahnbürste. Mhm. Ich benutze auch immer ganz weiche, ich benutze meistens Kinderzahnbürsten, ob jetzt aus mit Bambus oder ich habe auch schon diesen Mistwack-Zweig schon probiert, wo du darauf rumkaust. Ja. War jetzt persönlich nicht mein Favorit. Aber ich bin dann bei nachhaltigen Bürsten, Kinderbürsten geblieben, weil die sehr weich sind. Weil ich auch am Anfang mal so richtig aufgedrückt habe und dann gesehen habe, irgendwie verändern sich deine Zahnhälse, die verändern sich in die Richtung, wie du schrubbst. Exakt. Genau, also Kinderzahnbürsten sind auch schön klein, mit denen kann man auf jeden Fall gut handlich bürsten. Ich bin ein großer Fan von diesen Bambusbürsten selber auch. Mistwerkzeug habe ich natürlich auch schon ausprobiert. Im Endeffekt, deine Ernährung kann natürlich auch wirklich die Zähne putzen für dich oder auch nicht natürlich. Insofern, wir müssen sie ein bisschen pauschaler halten. Ja. Aber es ist eine gute Taktik. Geht einfach immer in Richtung Natur. Umso mehr ihr aus der Natur nehmen könnt und umso weniger Chemie, umso besser im Normalfall. Ganz simpel. Du hast vorhin erwähnt, ein gesunder Zahn. Was macht denn aus der biologischen Zahnheilkunde ein gesunder Zahn aus? Also welche Eigenschaften hat ein gesunder Zahn? Oder ein gesundes Gebiss und ein gesunder Mund? Ich glaube, das hat nichts mit der biologischen Zahnmedizin zu tun, sondern oh, vielleicht schon, ja. Also aus der medizinischen Sicht oder zahnmedizinischen Sicht, einfach ein Zahn, der hat nichts, da ist keine Füllung gemacht worden. Der ist einfach so rausgewachsen, wie er ist und steht in Reihe und kann beißen. Das ist aus meiner Sicht ein gesunder Zahn und der ist hart wie Stein. Also nicht weich und porös, sondern wirklich hart. Und es wurde noch nie etwas repariert. Das ist ein gesunder Zahn, so würde ich das nennen. Sobald was repariert wurde, ist er schon nicht mehr ganz gesund. Ist ja normal. Ja. Und die Frage ist halt immer, mit was wird repariert und warum muss überhaupt repariert werden? Mhm. Also warum ist ja meistens dann, wenn irgendwo was schmerzhaft ist. Wir sehen ja vielleicht gar nicht alle Löcher oder wir sehen auch gar nicht irgendwelche Entzündungen, die ganz hinten in irgendeiner Wangentasche schlummern. Mhm. Was macht denn den Zahn so hart, dass er so stabil ist? Weil so stabil ist er ja gar nicht. Das habe ich aus deinem Buch, dass Zähne ja eigentlich beweglich sind. Ich natürlich direkt darauf rumgedrückt und gemerkt, naja, mein Biss gibt sogar nach, also die Zähne. Ist also ein Zahn, wenn man sich genau anschaut, ist wirklich ein faszinierendes, und das muss ich nochmal sagen, ist ein faszinierendes Organ. Also euer Zahn ist genau wie, was euch vielleicht mehr bewusst ist, dass eure Leber oder Magen, euer Darm ist ein Organ. Eure Zähne sind Organe. Und zwar habt ihr hier bis zu 32 Stück drin, wenn ihr alle Weisheitszähne habt. Der Zahn ist so faszinierend, weil der eben auf der einen Seite hart ist wie Stein, aber ihr wisst selber, ihr könnt mit den Zähnen ein Haar spüren. Der ist also super sensibel auch noch. Das ist wahnsinnig wichtig. Und was du gerade angesprochen hast, Zähne sind eben gar nicht fest im Körper drin, sondern ihr könnt euch die vorstellen, die hängen da drin wie in so einem Trampolin, wie so mit so Sprungfedern. Das sind diese parodontalen Fasern. Also ein Zahn steckt in seinem Zahnfach, das nennt man Alveole, und ist dann über diese Sharpay-Fasern verbunden und die reagieren auf Druck und Zug. Das heißt, wenn ihr beißt, dann bewegen die sich ein bisschen und lenken aus. Und wenn ihr knirscht oder wenn ihr außerdem was Hartes beißt, hart auf hart ist ja sehr unangenehm, da bricht gern mal was ab. Eure Zähne würden ja die ganze Zeit abbrechen, wenn ihr da nicht aufpassen würdet. Insofern
Die gleiten aneinander vorbei, da ist dieses Pellikel drumherum, also wirklich so eine hauchdünne Schicht. Ich stelle mir das immer vor wie dieser Venom von, ich weiß nicht, ob du den Venom kennst. Ja, von Spider-Man, der mit der schwarzen Maske. Genau, das ist auch wie so eine Entity, wie so eine Haut, die sich so drüber zieht, dann ist so eine dünne Schicht. Genauso ist das Pellikel über euren Zähnen, das dazu führt, dass die nebeneinander sich bewegen können, ohne sich gegenseitig abzuschneiden, weil wenn ihr zwei Steine aneinander reiben würdet, und Zahn ist nichts anderes eigentlich als ein Granitstein, jetzt von der äußeren Struktur, dann würde die sich ja gegenseitig abreiben. Das passiert aber nicht. Und das ist eben faszinierend, weil eben dieses Pellikel da drumherum ist. Das löst sich die ganze Zeit auf und baut sich wieder an, wie so ein dünner Biofilm, der da drüber geht. Dieses glatte Gefühl. Außerdem, und der Zahnschmelz außenrum ist eben eine Kristallstruktur, wenn man es genau will. Hydroxylapatit nennt man das. Und da sind verschiedenste Mineralien natürlich drin. Und die Mineralien kommen über euren Speichel da rein oder auch über eure Ernährung. Also im Zahn drin ist natürlich eine Blutversorgung, eine Nervversorgung und eine Lymphversorgung. Und diese Blutversorgung oder dieses Gesamtkonzept da innen drin nennt sich der Zahnnerv, die Pulpa, Pulpa Dentis. Und dieses Blutsystem ist natürlich am gesamten Körper angeschlossen. Ja, und dementsprechend ist natürlich das Blut, das dadurch fließt, das gleiche Blut, das durch euren Arm fließt. Und natürlich da sind entweder Nährstoffe drin, die euren Zahn aufbauen oder nicht. Und das Nervgewebe da drin ist sehr, sehr feinfühlig. Zähne sind auch unterschiedlich feinfühlig, Kauzähne hinten dran. Also die Backenzähne sind nicht ganz so fein wie die vorn zum Tasten mehr. Eckzähne sind sehr, sehr fein, weil die auch noch die Zahnführung übernehmen. Und dieser Zahnnerv, im Endeffekt, wenn man es genau nimmt, sind die Zähne eine Verlängerung von eurem Gehirn, eine Art Auslagen, so wie eure Augen. Euer Gehirn hat quasi 12 verschiedene Kranialnerven, nennt man das. Einer davon ist der Nervus trigeminus. Und dieser Nervus trigeminus geht so, anatomisch gesehen. Der kommt hier raus, also im Kopf drin. Der beginnt im Hirnstamm und geht dann hier Unterkieferast, Oberkieferast und dann noch zu den Augen. Und das kennt ihr auch vom Zahnarzt, wenn ihr eine Spritze kriegt, dann wird das halbe Gesicht taub. Ja, weil man immer diesen Nerv gesamt lahmlegt, zumindest der konventionelle Zahnarzt. Insofern seht ihr schon mal, die Zähne sind irgendwo am gesamten Körper angeschlossen und wie so eine Art Verlängerung. Und natürlich, wenn ihr da einen kranken Zahn habt, lässt es wieder Rückschlüsse drauf ziehen auf, okay, euer Gesamtsystem ist irgendwo nicht ganz gesund. Und B, wenn ihr handwerklich irgendwas eingebaut habt auf diesen Zahn, der an eurem Gesamtsystem angeschlossen ist, kann das auch den ganzen Körper wieder krank machen, weil natürlich die Toxine nicht einfach hier in eurem Mund sind. Also biologische Zahnmedizin zeigt auch einfach nur, dass der Mund Teil eures Körpers ist und wir nicht Zähne behandeln können wie ein externes Gerät. Ja, wie zum Beispiel hier so ein Tanzgerät oder ein Handy, weil nämlich Zahnersatz momentan, zumindest in der FDA noch so, deklariert wird wie ein Gerät, also ein Device, das auf den Zähnen liegt und nicht im Körper drin ist. Dementsprechend muss es sich auch keinen medizinischen Untersuchungen oder toxikologischen Untersuchungen unterziehen lassen. Und dementsprechend sind natürlich auch viele rein handwerkliche Techniken entstanden mit der Funktion, Beißen wiederherzustellen, was ja auch Sinn macht. Aber aus der biologisch-zahnmedizinischen Sicht macht es eben keinen Sinn, einen kaputten oder ein kaputtes, abgestorbenes Organ, also wenn der Nerv da drin mal kaputt ist, dann macht man eine Wurzelbehandlung, dann lang da drin zu lassen, weil das natürlich über diesen Anschluss, über den Nervus trigeminus und die Blutversorgung, die Lymphversorgung, zu Problemen im Körper führen kann, sage ich dazu. Es ist nie die alleinige Ursache für irgendwas, aber es ist ganz oft eine riesige Quelle an Störungen. Man nennt es auch Störquelle oder Störfelder im Mund. Ja? Also Metalle, wir gucken aus der biologischen Sicht den Mund ja gesamt an. Also ein Röntgenbild schaue ich mir anders an, wie nur handwerklich. Ich gucke nicht nur, kann der Zahn beißen, sondern gucke dann in der Tiefe auf dem Röntgenbild, gibt es da irgendwie Metalle, gibt es wurzelbehandelte Zähne und ich gucke auch immer in die Bereiche, wo Zähne entfernt wurden. Also typischerweise ist es der weiße Zahnbereich bei uns in Europa oder in westlichen Ländern. Und eben natürlich auch auf die Stellen, wo überhaupt Zähne schon mal gezogen wurden. Aus welchen Gründen auch immer, gibt's da sogenannte Osteolysen oder auch als NICO bezeichnet oder fettig degenerative Osteonekrose des Kieferknochen. Dinge, das ist zum Beispiel ein Thema, das in der Schulzahnmedizin noch gar nicht gelehrt wird, obwohl das schon immer da war. Und also eine chronische fettige Entzündung im Kieferknochen kann ja nicht gesund sein, wird aber halt nicht gelehrt. Und insofern ist es alles schwierig. Also wir gucken das Gesamtsystem an, immer mit dem Fokus, wie kann ich den Patient so gesund wie möglich machen? Wie erreichen wir das Ziel optimale Gesundheit und Ästhetik und natürlich auch Kaufunktion? Das Tolle ist immer, Ästhetik folgt, egal wo, ob es deine Muskeln sind oder deine Zähne,
folgt immer der Funktion. Insofern ästhetisch tätiger Zahnarzt, also einer, der spezialisiert ist auf ästhetische Zahnmedizin, ist immer ein extrem guter Handwerker, der eben schon Hightech-Zahnmedizin macht und der auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, auch ein Implantat aus weißem Werkstoff nehmen würde, also Keramik, und dann natürlich auch gleichzeitig biokompatibler arbeiten würde. Also ist einer, der einfach nur das Kaum wiederherstellt. Ja. Also wo ist denn der Unterschied? Weil du hast doch gemeint, zum Beispiel Amalgam und Co. Trigeminusnerv, habe ich so in Erinnerung, ist der Nerv, der die höchste Suizidgefahr mit sich trägt. Wenn du Trigeminus-Schmerzen hast im Gesicht, dann muss das so brachial sein, dass die Leute eher Suizid begehen, als sagen, oh, das halte ich nicht mehr aus. Und da hast du ja gerade gesagt, wenn ein Zahn oder ein... Also es ist so, dass zum Beispiel, es gibt ein paar so Pathologieschnitte, also Osteolysen im Kieferknochen, die ja fälschlicherweise als NICO so landläufig bezeichnet werden. NICO steht für neuralgie-induzierende, kavitätenbildende Osteomykose. Das ist ein Pathologiebegriff, den der US-Pathologe Bucot definiert hat. Und der hat das eben auch erst im Nachhinein festgestellt. Und damals hat, also diese Bilder, die ich hier auf der Webseite habe, von diesem wirklichen matschigen Kieferknochenbereich, sind Anatomie-Histologie-Schnitte. Und der Typ, dessen Kopf da im Endeffekt oder Kiefer da untersucht wurde, der hatte das gesponsert, nachdem er sich umgebracht hat. Und es ist tatsächlich so, dass Schmerzen im Trigeminus die Hölle sein müssen. Insofern, jeder, der von euch da draußen mal Zahnschmerzen in irgendeiner Art hatte, das ist die Hölle, das ist quasi, ja, wie sterben. Jetzt stellt euch vor, ihr habt eine Trigeminus-Neuralgie, sprich, dieser Nerv feuert ihr und ihr habt diese Höllenschmerzen. Das ist tatsächlich irgendwo eine Qual. Das Ding ist nur, eine Trigeminus-Neuralgie ist eben nur ein Symptom. Mich interessiert wieder, wieso hat dieser Patient eine Trigeminusneuralgie? Und dann ist es ja logisch, dass ich gucke, was habe ich denn auf dem Trigeminus an Störfeldern oder Problemen stehen? Und da denke ich natürlich als allererstes an die Zähne, weil das ist ein Trigeminus. Zähne, Augen, klar, aber und da wird eben, wie gesagt, dann wieder handwerklich umgedreht, kann dieser Nerv toxisch werden oder chronisch entzündet werden, weil der Nerv natürlich retrograd auch alles ins zentrale Nervensystem verschiebt. Das nennt man retrograd axonalen Transport. Egal, warum ihr trigeminale Schmerzen habt, was auch immer, ganz oft ist es einfach, man sagt idiopathisch, sprich, der Arzt weiß eigentlich nicht, woher es kommt, aber leider ist es wirklich so, ich würde es mal pauschal sagen, ja, nagelt mich nicht auf Zahlen fest, weil da gibt es keine Studie dafür. Ich würde es einfach mal vom Gefühl sagen, wenn ihr trigeminale Schmerzen habt, solltet ihr unbedingt einen Zahnarzt aufsuchen und gucken, ob der irgendwelche Störquellen vielleicht da sitzen hat. Weil ich würde mal behaupten, dass da 80% die Ursache sind. Das Blitzegleiche für Nasennebenhöhlen. Also ich habe eine gute Freundin, die HNO-Ärztin ist. Und ganz viele Leute leiden unter chronischer Nasennebenhöhlenentzündung. Sprich, immer irgendwo ein bisschen schnupfen oder verstopft. Dann kriegen die ständig Antibiotika und dann kriegen die Nasenspray, was auch immer. Aber keiner findet wirklich die Lösung. Und wenn man das sich dann anguckt, auf einem Röntgenbild oder dreidimensionalen Röntgenbild hauptsächlich, sieht man, dass die ganze Kieferhöhlenschleimhaut dick geschwollen ist und fast zu. Im Normalfall, ich würde auch wieder pauschal 80% sagen, Pareto, ja, habt ihr irgendwo eine Störquelle in den Zähnen? Das würde auch meine HNO-Ärzte bestätigen, an dentogenen Fokus. Zum Beispiel einer dieser Backenzähne, der direkt in der Kieferhöhle drinsteckt, hat eine Wurzelbehandlung mit einer großen Zyste oben dran. Dann ist es aus meiner Sicht natürlich ein No-Brainer, dass ich die Ursache sehr wahrscheinlich in diesem ja, chronisch infizierten Zahnsuch. Aber wenn man jetzt nicht zusammenarbeitet, der HNO-Arzt und der biologische Zahnarzt, dann doktert man natürlich ewig an der Nasennebenhöhle rum oder an den trigeminalen Schmerzen mit verschiedensten Medikamenten, mit teilweise heftigsten Operationen, aber die Ursache ist erst nicht entfernt. Insofern ist es so wichtig, die Störquelle zu suchen, also die Quelle zu entfernen und dann dadurch den inneren Arzt, wie der Professor Spitzer so schön sagt, wieder zu aktivieren, weil dein Körper kann sich selber regenerieren und heilen, wenn du ihm hilfst. Es wird aber natürlich schwierig, wenn schon Dinge von außen installiert sind, die da eigentlich sehr, sehr unnatürlich sind und nichts zu suchen haben. Und da muss man natürlich wieder mehr Wissen haben und verstehen, wie funktioniert Immunologie, wie funktioniert Toxikologie, wie funktionieren eure Hormone, wie funktioniert die Hypothalamus-Hypophysen-Achse, also funktionelle Medizin oder einfach angewandtes medizinisches Wissen. Und das ist eben mein Spezialgebiet in dem Bereich. Und natürlich ist Ernährung ein großer Teil davon. Aber wenn dieses Wissen nicht da ist und du fokussierst es nur auf das Problem, dann findest du die Lösung ja nicht. Insofern ist es einfach ein neues Mindset, das geschult werden muss. Und mit dem Fokus eben, wie kann ich meinen Patienten zu optimaler Gesundheit verhelfen? So würde ich sagen. Ja,
Also der HPA-Achse, die du gerade erwähnt hast, Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenachse, findet ihr auch schon in der Folge. Habe ich mal komplett aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Wie reagiert die HPA-Achse aus Sicht des Hungers, akuter Stress? Was passiert mit der HPA-Achse, wenn ihr als Beispiel keine Liebe von Mama, Papa erfahren habt? Langfristig als Kind, wie sich das Gehirn dann verändert. Genau, kurz dazu noch ergänzen. Mhm. Die HPA-Achse gebe ich auch auf jedem meiner Kurse. Ist ein wichtiges, ganz, ganz wichtiges Tool, weil dann siehst du auch, dass es nicht eine alleinige Ursache dafür gibt. Aber du musst einfach gucken, was aktiviert die HPA-Achse chronisch. Und jetzt überleg dir mal, du hast hier drin Amalgam zum Beispiel, da ist Quecksilber drin, 50%, das weiß jeder, das weiß auch jeder Zahnarzt. Und ihr wisst, dass das hochgiftigste nicht radioaktive Element ist. Dann kann das ein Stressor sein und eine Toxinbelastung. Dann ein toter Zahn, das Gleiche. Eine chronische Entzündung, das Gleiche. Das heißt, da ist das Thema halt noch chronisch, 24 Stunden, 7 Tage die Woche und keiner guckt hin und du kannst es vielleicht als Patient kompensieren. 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, was auch immer. Und dann plötzlich läuft es fast über. Zusätzlich natürlich zu der falschen Ernährung, zu deinen Gedanken, zu dem, dass du als Kind nicht geliebt wurdest, was auch immer. Und dann hast du wieder einen weiteren Punkt. Und darum geht es eben, dass eben Leute auch mal in den Mund reingucken. Finally sozusagen the missing piece. Ja. Jetzt hast du auch zum Beispiel den 3D-Scan vom Kopf, 3D-Röntgen-Scan. Ja. Das hat ja wahrscheinlich nicht jeder Zahnarzt vorrätig. Nee, aber natürlich die biologischen Zahnärzte, die wir ausbilden, die müssen sowas haben. Und jeder Chirurgen haben sowas im Normalfall auch. Du musst, also ich mache ja quasi vorab, alle Patienten werden ja virtuell erstmal angeschaut, also einfach um Zeit zu sparen und auch eben, um das so effektiv wie möglich zu machen, weil ich kann die gar nicht alle sehen, ich will aber natürlich gerne helfen, machen wir eine virtuelle Konsultation sozusagen und da habe ich nur ein 2D-Röntgenbild. Das heißt, da habe ich nur Vermutungen. Um jetzt Osteolysen, zum Beispiel diese Nikus zu diagnostizieren oder auch wirklich die Wurzelspitze von einem wurzelbehandelten Zahn genau anzugucken, als gibt es da irgendwo eine Zyste, weil ganz oft sind die im Strahlengang dahinter versteckt. Dafür brauchst du ein dreidimensionales Röntgenbild, das nennt sich auch DVT, digitaler Volumentomograph, und ich kann dir keine Zahl sagen, wie viel Prozent der Zahnärzte es haben. Ich weiß nur, ungefähr 10-15% der Zahnärzte sind überhaupt nur chirurgisch tätig und wahrscheinlich haben von diesen chirurgisch Tätigen auch nur 5% so ein Röntgengerät rumstehen, weil das natürlich auch ein wahnsinnig kostenintensiver Faktor ist. Ich würde mal behaupten, dass so ein 3D-Röntgenbild ja, im fünfstelligen Bereich liegt mindestens und muss sich dann natürlich auch irgendwann amortisieren, aber es ist der goldene Standard. Wir brauchen das, um auch forensisch sicher zu sein. Ich kann nicht einfach da eine Operation machen, ohne die anatomischen Strukturen zu kennen, weil ich kann natürlich zum Beispiel den Trigeminusnerv verletzen. Egal bei was im Mund, wird der Zahnarzt immer den Patienten drüber aufklären, schon bei der Spritze. Dann, wie gesagt, eine Wurzelbehandlung auf einem 3D-Bild sieht ganz anders aus an der Wurzelspitze wie auf einem 2D-Bild. Da siehst du fast immer irgendwo einen aufgehellten Spalt, was für eine Entzündung spricht, oder eine Zyste, oder was auch immer. Insofern muss man das unbedingt machen. Und der Dr. Lechner, ich hatte letztens so ein Experteninterview mit ihm, der macht die Forschung für die Nikos schon seit 40 Jahren. Mhm. Nur mit dem Ziel, endlich peer-reviewed Studies zu haben. Hat auch 12 Stück da und hat auch ein Gerät entwickelt, das nennt sich Cavitau. Das ist ein Ultraschallgerät, mit dem man jetzt noch zusätzlich zu einem 3D-Bild ultraschallmäßig den Knochen untersuchen kann, nach Dichte gucken kann und schauen kann, oh, da ist ja eventuell sogar noch eine Osteolyse, die mir auf dem 3D-Bild durch die Lappen gegangen ist, oder es ist der gesamte Kieferknochen oberhalb von so einem wurzelbehandelten Zahn komplett matsch. Das zu schulen und überhaupt zu wissen, nur wenn du das geschult hast oder das Wissen dafür hast, siehst du es überhaupt. Also ein 3D-Bild ist nichts wert, wenn du gar nicht weißt, was du suchen musst. Und du musst als Zahnarzt eine Sache und Fachkunde machen dafür und dafür 50, 60 Patientenfälle quasi auswerten. Und ich habe quasi auf jedem einzelnen 3D-Bild dann eine Nico oder eine F-Doc diagnostiziert, eine Osteolyse sozusagen, und das dann meinem Prüfer damals gezeigt. Und der hat gemeint, da hast du komplett recht. Super Diagnose. Diagnostizieren wir in unserem 3D-Röntgenzentrum gar nicht, weil es interessiert gar keinen. Die Fragestellung gibt es nicht. Insofern, wenn du ohne Fragestellung an die Sache rangehst, bringt dir das nichts. Das ist also so wie bei allem. Wenn du das nicht weißt, dann kannst du damit gar nichts anfangen. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass Zahnärzte und Ärzte häufig eben auch ein starkes Ego natürlich haben und eben der König in Weiß sind und dann oft auch mal einfach von sich aus sagen, nee, Schwachsinn haben wir nicht in der Uni gelernt. Insofern ist es dann da auch eher immer ein bisschen schwierig, wenn du, wie du vorher gesagt hast, so ein bisschen open-mind-mäßig unterwegs bist und was Neues entwickelst,
führt auch manchmal zu Konfrontationen. Dabei ist es einfach nur eine Wissenslücke sozusagen. Ich bin Gott froh, dass wir jetzt so weit sind, dass sich wahnsinnig viele Zahnärzte dafür interessieren. Ja, klar gibt es noch nicht wirklich viele, die wir ausgebildet haben, aber alle meine Kumpels, und ich nenne die Cool Kids, also die nächste Generation, die eben über den Tellerrand gucken und nach dem Warum fragen, haben endlich kapiert, wow, wir sind Handwerker, wir mögen unsere Hightech-Zahnmedizin, wir mögen Ästhetik, wir wollen geile Kaufunktionen, super Smile herstellen, aber erfüllend ist es auch, wenn die plötzlich besser schlafen, ihre Ernährung stimmt, der Lifestyle stimmt und wir nennen ja einen Impact auf die insgesamte Gesundheit haben. Insofern ist es 0,0 konträr, es ist einfach nur das nächste Level und neues Wissen, das dazukommt. Mehr ist es nicht und es ist halt genial aus meiner Sicht, da weiterzumachen und eben diese Standards zu entwickeln. Du hast vorhin erwähnt, Amalgam und Metalle im Mund. Ich glaube, das ist ja schon fast so ein Generationsthema, dass wir, also ich hatte, glaube ich, als Kind mal eine Blombe. Bei der letzten Zahnuntersuchung hat sie sie nicht mehr gefunden, hat gemeint, da ist nichts. Also vielleicht habe ich es über die Jahre mitgegessen und irgendwie ausgeschieden oder sie ist noch irgendwo in meinem Körper. Ich kann ja auch nicht sagen, welches Material dort verwendet wurde. Bei mir wurde zum Beispiel, ich habe einen Kreuzbiss gehabt, also meine Zähne waren ein bisschen schief und dann hatte meine Zahnärztin die Idee, mir eine Zahnspange zu verpassen und hat gesehen, dass ich Wasserball spiele und hat gesagt, oh, das wird aber ein teures Vergnügen. Weil immer wenn ihr Sohn eins auf die 12 bekommt, ist das Ding verbeult, dann müssen wir es richten. Was hat sie dann gemacht? Sie hat quasi meine Backenzähne angeschliffen, sodass mein Kiefer anders geschoben wurde. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah, das ist ganz normal. Und dann war mein Gebiss zumindest erstmal übereinander. Ob die Zähne jetzt gerade sind, ist die andere Sache. Aber mein Gebiss war übereinander. Wie ist es jetzt zum Beispiel mit Blomben und Zahnfüllungen im Bereich Amalgam? Warum macht das ein Problem bei dem einen oder anderen? Also macht das immer ein Problem? Genau, also Amalgam ist einfach die Kassenleistung. Das ist die schwarze Silberfüllung, also die siehst du nochmal. Wenn du eine Amalgam-Plombe, dieses Wort Plombe kommt noch von der Amalgamfüllung, weil man das wirklich plombiert hat. Das heißt, Amalgam wird angemischt und dann reingepresst, plombiert und dann dehnt sich das Amalgam im Unterschnitt der Zahnarztboden im Unterschnitt, dann dehnt sich es aus und hält da drin. Es gibt keinerlei Stabilisierung für den Zahn. Also rein handwerklich gesehen, das ist wirklich nur die Kassenleistung für die Kauffunktion. Insofern, ich weiß, komischerweise machen immer noch 70% der Zahnärzte Amalgam rein, aus diesen Gründen, weil es eben die Versicherung bezahlt. Ich habe noch nie mal eine Amalgamfüllung gemacht. Ich weiß auch, mein Vater macht auch schon seit 1990 keine mehr. Da gab es mal diese Amalgam-Debatte und die ist ja immer noch heiß. Amalgam aus biologischer Sicht ist einfach eine Mischung aus Quecksilber und anderen Schwermetallen. Da kannst du als Gesundheitscoach sicherlich was dazu sagen, aber du willst keine Schwermetalle in deinen Körper einbringen und schon gar nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche drin haben. Weil es ist klar, dass wenn du drauf beißt, drauf kaust, Speichel dran kommt, Säure dran kommt, was auch immer dran kommt, du löst eine gewisse Menge an Quecksilber und anderen Metallen raus, die dein Körper wieder entgiften muss oder die sich auch natürlich in deine Zelle und in dein System einlagern. Amalgamfüllung ist aus funktionell-medizinischer Sicht immer noch die Hauptquelle für Quecksilberbelastung im Körper. Die Umwelt ist heute quecksilberbeladen, wir kriegen dies nicht mehr ganz sauber. Dennoch ist es ungefähr 2-3 Mikrogramm pro Tag, die an Quecksilberdampf aus so einer Amalgamfüllung rauskommen. Aus meiner Sicht, gesundheitlich gesehen, absolut unnötig. Wir haben Materialien, die nicht nur viel, viel gesünder sind, aber auch natürlich den Zahn stabilisieren. Also jegliches Komposit verklebt den Zahn oder Keramik kannst du den Zahn verkleben und wirklich stabil machen. Eine Amalgamfüllung macht das nicht, geschweige denn von der gesundheitlichen Problematik. Und drittens ist es auch noch ästhetisch nicht ansprechend. Also so hat es vielleicht bei mir angefangen, dass ich gesagt habe, Moment mal, ich kann doch keinem Menschen eine schwarze Füllung einbauen, weil ich selber auch keine haben will. Dann habe ich gewusst, ästhetisch kann ich das und das machen. Und dann habe ich noch gelernt, oh Wahnsinn, was ist denn da alles an giftigen Sachen drin? Weil das lernst du natürlich in der Uni nicht. Dann lernst du halt einfach, Amalgam hält für immer, wird subventioniert, Kinder dürfen es nicht haben, Schwanger dürfen es nicht haben. Aber ansonsten ein super Werkstoff. Genau das ist das Punkt. Es ist vielleicht ein super Werkstoff. Aber was kostet es sich gesundheitlich, diesen Werkstoff drin zu haben, auf Dauer, wenn jeder in anderen Bereichen darüber redet, wie man jetzt am besten schwermetallfrei wird, um den Körper zu entgiften? Und da gibt es dann auch wieder Riesenprobleme, weil eben Health Coaches oder Gesundheitscoaches oder eine Heilpraktiker, das bin ich ja auch selber, eben dann anfangen, irgendwelche Entgiftungsstrategien zu fahren oder auch Chelatierungen zu machen bei Umweltmediziner. Aber keiner hat in den Mund reingeguckt und da ist die Quelle noch drin. Und du darfst auf keinen Fall
anfangen, hart Schwermetalle zu entgiften, also damit meine ich jetzt nicht irgendwie Ernährungsprotokolle oder Kräuter, sondern damit meine ich tatsächlich schulmedizinische Glattierungen, solange die Quelle noch da ist. Und das hat der Herr Huggins geprägt, der hat gesagt, immer die Quelle als erstes entfernen, weil sonst wäre es so, als würdest du duschen und versuchen, dich zur gleichen Zeit abzutrocknen, macht keinen Sinn. Im Bereich von Entgiftung ist es natürlich auch wirklich gefährlich, weil du entgiftest irgendwas oder dein Körper wird aktiviert, verstärkt, was auszuscheiden, was aber nicht ausscheiden kann, weil die Quelle noch da ist. Das heißt, du wirst maximal umverteilen und nachher kann es auch passieren, dass wenn du in dein Nervensystem reinschießt, obwohl es vorher noch ein Fettgewebe war, also an einer sicheren Stelle. Insofern, da muss man wirklich aufpassen, auch als Therapeut, da muss man wissen, was man macht. Und die Sache ist immer, die Quelle entfernen. Und der biologische Zahnarzt entfernt die Quelle einfach nicht einfach so, sondern unter maximalen Schutzmaßnahmen. Das ist einfach das Wichtige dahinter. Haben wir schon mal Schwermetalle. Wie ist es mit Wechselwirkungen? Weil es gibt ja zum Beispiel auch Leute mit Goldzähnen oder anderen Edelmetallen. Wie ist es mit Wechselwirkungen? Ich habe da so Geschichten gehört, dass Leute dann anfangen, Radio zu empfangen. Ja, also ich kann dir ganz kurz zusammenfassen. Alle Metalle, also wir haben die Toxinproblematik, ob das jetzt Amalgam ist oder Gold ist oder irgendeine andere Metallverbindung, es sind immer irgendwo Schwermetalle drin oder Metalle drin, die eigentlich in deinem Körper nichts zu suchen haben. Dann haben wir immer das Problem, dass da eine Spannung entstehen kann oder der Batteriefluss, galvanische Elemente nennt man das auch. Zum Beispiel, dass ein Goldaufbau auf einem Titanimplantat hat oder eine Goldkrone neben einem Amalgam führen. Das heißt, unterschiedliche Metalle in der Spannungskette, einfach Elementetage, Chemie, in einem flüssigen, elektrolytreichen Element, euer Speichel, gehen in Lösung und dann fließen die von Anode zu Kathode. Das heißt, da entsteht ein Strom. Das kann man auch messen mit einem Potentiometer. Das machen wir persönlich nicht, weil es für mich ein No-Brainer, dass das automatisch entsteht. Die korrodieren natürlich die Dinge. Also stellt euch einfach eine Schiffsschraube vor, die lange im Meer war, wie die aussieht, die ist verrostet. Genau das gleiche passiert mit eurem metallhaltigen Zahnersatz. Einfach auch, das ist normal. Das rostet alles. Ja. Korrosion nennt man das. Und wie gesagt, Korrosion führt dazu, dass diese Ionen in Lösung gehen und eben auch, dass eine Batterie entstehen kann. Und natürlich auch, das kann euren sensiblen Nervkreislauf, der ja auch auf Strom basiert, eure Zelle hat ja minus 30 Millivolt, ja, da fließen Elektronen, sensibel durcheinander bringen. Und zusätzlich, was du gerade angesprochen hast, ist immer noch die Komponente, dass jedes Metall heutzutage in der heutigen Welt, zwar vor 30 Jahren anders, aber heute haben wir überall Elektrosmog, nennt man das, oder elektromagnetische Felder. Da hinten steht das Buch von Mercola, EMF, das finde ich super gut dazu, einfach als Zusammenfassung. Du hast WLAN, Handysendefunk, 3G, 4G, hoffentlich nicht, aber bald 5G und andere Behördennetzwerke. Und unser Körper hat eine eigene Frequenz. Die Umweltfrequenz war die Schumann-Frequenz und der Körper und die Erde entladen sich durch Blitze. Ja, ich weiß nicht, wie viele tausend Blitze pro Tag hochgehen. Im Gewitter sehen wir die auch, aber das ist wie unser Körper und die Spannung sich entladen und die negativen Elektronen wieder in die Erde reinkommen. Deswegen gibt es ja auch die Theorie zu grounden und sich zu earthen. Das mache ich ja auch sehr gern selber. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt jetzt Metalle in euren Körper installiert, in der Umwelt, die schon elektrisch geladen ist. Dadurch habt ihr einfach diese Antennenwirkung. Und normalerweise, wenn ihr telefoniert oder im WLAN seid, dann ist es halt einfach da, aber ihr telefoniert, die Strahlung geht aufs Handy und zurück. Habt ihr irgendein Metall, kann auch natürlich ein künstliches Knie sein oder eine Hüfte oder halt ein Titanimplantat oder ein Metall oder Gold im Mund, dann gehen diese Felder auf dieses Metall, werden dort verstärkt und dann geht es erst wieder zurück. Die Verstärkungswirkung von so einem Metall kann bis zu 700-fach sein, also extrem auf euer Nervensystem gehen. Es gibt tatsächlich Anekdoten von Leuten, die sich an die bestimmte Radiosender dadurch empfangen können, weil die eben Frequenzen hören. Überlegt euch das mal aus medizinischer Sicht, wenn ihr plötzlich Stimmen hören würdet, könntet ihr auch in die Psycho-Richtung abgeschoben werden. Was nicht heißt, dass es nicht Leute gibt, die auch mal Stimmen hören, ohne Metall im Mund. Aber es kann natürlich in die Richtung weitergehen, einfach durch dieses Frequenzspektrum. Das muss man einfach bedenken. Und was zusätzlich ist, und da gibt es Studien, wenn ihr telefoniert mit dem Handy und ihr habt eine Quecksilberfüllung, also Amalgam, in eurem Mund, dann lösen sich Quecksilberpartikel verstärkt aus dieser Füllung, die euch natürlich wieder mehr vergiften, chronisch gesehen. Was nicht völlig unnötig ist. Ja, muss man doch heute gar nicht. Und heute könnt ihr doch gar nicht. Ja, ich habe auch ein Handy. Ich habe das aber im Flugmodus und ich benutze es smart, weil es ist ein Smartphone. Und insofern, ihr müsst damit einfach gut umgehen. Und eine wichtige Strategie ist eben natürlich, dass der Körper sollte metallfrei sein. Aus meiner Sicht ist das nichts zu diskutieren, das ist einfach nur pure Logik, oder? Definitiv.
Ich zeige dir mal ganz kurz was, dass wir dieses Video sehen bezüglich Grounding. Ach nee, man sieht es da vielleicht im Ansatz. Ich stehe auf einer Grounding-Matte. Deshalb bin ich auch ein großer Freund vom Barfußlaufen. Und das Thema Grounding, Earthing, Erdung, ganz kurz zusammengefasst, die Blitzeinschläge, die Dominik meinte, lädt die Erdoberfläche mit negativen Elektronen auf. Unsere Luft ist mit Protonen. Und es war, wir sind so ein Zwischenmedium zwischen den Protonen und Elektronen. Und wenn wir uns quasi vom Boden abschneiden, mit einer Gummisohle, auch Schuh genannt, dann nehmen wir die Elektronen, so ist die Theorie, nicht auf. Und dann laden wir uns zusätzlich auf. Und das kennt der eine oder andere, er fährt seine Autotür an und kriegt eine gewischt. Ja, genau. Und ich hatte das ein ganz spannendes Beispiel dazu mal in einer Naturdrogerie, kam jemand mit einem Erdungsbett. Der wollte mir für 3.000 Euro eine Matratze verkaufen und hat dann quasi mir so einen Stab in die Hand gedrückt und wollte gucken und hat gehofft, dass ich ganz doll positiv aufgeladen bin. Also ich bin ein positiver Mensch, aber ich hatte eine sehr geringe Spannung und der fiel fast aus allen Wolken und sagt, was, wie haben Sie so ein Bett schon zu Hause? Ich sage, nee, gucken Sie mal nach unten. Ja, du hast keine Schuhe an. Er sagt, ja, und das seit 2014. Nonstop. Das ist für den wie eine Welt zusammengebrochen. Wie? Du kannst doch nicht barfuß draußen auf der Wiese laufen. Doch, damit spare ich 3.000 Euro. Bett. Ja, genau. Das ist eine wichtige Strategie, dass ihr eben barfuß draußen rumlauft. Mache ich auch jeden Tag. Es ist natürlich nicht die ganze Zeit immer möglich. Also zum Beispiel in der Zahnarztpraxis, wir haben die baubiologisch so sortiert, dass es gibt bei uns eigentlich kaum messbaren Strom. Wir haben kein WLAN, das ist elektrosmogfrei oder nicht smogfrei, elektromagnetische Felder frei zertifiziert. Von VivoBase ist so ein Gerät, die im Endeffekt diese Blitze nachahmen. Das finde ich eigentlich das Geniale daran, dass das wie so eine Art Entladungsgerät ist und eben frequenzunabhängig. Aber das haben wir auch in der Praxis, weil eben klar ist, dass du in starken Feldern nicht gescheit heilen kannst, nicht gut regenerieren kannst. Natürlich, das ist ein normal, jeglicher chirurgischer Stuhl oder jeder OP-Stuhl ist immer geerdet, das ist einfach in Deutschland Standard. Aber auch ich habe, guck mal hier, ich habe hier meine Erdungsmatte, wo meine Hände drauf liegen. Ja. Ich habe eine Maus, die noch am Kabel hängt. Ich habe sogar noch eine Oldschool-Keyboard, das am Kabel hängt. Alles auf WLAN. Ich weiß, wie man mein Handy auf WLAN macht. Ihr könnt in meinem Instagram gucken. Ich habe das alles auch mal zusammengefasst als Strategien und Tools, wie man damit umgehen kann. Oder natürlich sicherlich auch beim Carsten, der hat auch gerade einiges schon erklärt. Es ist auf jeden Fall kein Wu-Wu, 0,0. Und heute, vor 10 Jahren war es vielleicht noch ein bisschen mehr esoterisch oder vor 40 Jahren noch mehr. Das ist ja alles ewig langer Research. Und heute ist es aus meiner Sicht eine Überlebensstrategie, genauso wie es eine Überlebensstrategie ist, dass deine Ernährung stimmt, genauso wie es eine Überlebensstrategie ist, dass du jeden Tag einfach entgiftest, weil die Umwelt ist giftiger geworden und das ist extremst exponentiell in den letzten 10 Jahren. Und umso mehr du unnatürliches Zeug in deinem Körper installiert hast, umso weniger bist du die Natur, umso weniger unnatürliches Dinge ihr esst, umso mehr werdet ihr natürlich entzündet, unnatürlich. So, wenn ihr seht schon, wir haben es geschafft, unsere Umwelt in den letzten 100 Jahren, würde ich sagen, maximal unnatürlich zu gestalten. Das hat Vor- und Nachteile. Also, wir sind ja so eine Art Cyborg, würde der Elon Musk sagen. Wir haben unser ausgelagertes Gehirn und es ist ein riesiger Vorteil, wenn ihr das smart nutzen könnt. Mir persönlich macht es Angst, darüber nachzudenken, einen Neurolink in meinem Gehirn zu haben. Aber ich bin natürlich Fan davon, Sachen abzuspeichern. Brain Interface. Hä? Das ja, Brain genau. Brain Interface, aber natürlich smart zu nutzen. Sprich, wie schaffe ich es jetzt, die unnatürliche Welt so natürlich wie möglich zu machen? Und dann musst du eben natürliche Strategien, die früher ja immer so waren. Wir hatten ja gar keine Schuhe. Es ist jetzt nichts Besonderes, sich zu earthen und zu grounden. Das nennt man halt heute so. Heute muss man auch Lebensmittel Superfoods nennen, weil die Leute den Unterschied nicht kennen zwischen fertiger Nahrungsmittel und Lebensmittel, also Dinge, die aus der Natur kommen. Ja. Und man muss sich ins Red Light setzen, weil man nicht mehr in die Sonne geht. Insofern, Biohacking ist mega und es ist im Endeffekt die Anwendung gezielter Strategien, um die Natur wieder in der unnatürlichen Welt zu installieren, wenn du eben nicht in der Lage bist. Oder? Ja, also so bezeichne ich Biohacking auch. Es ist quasi Nachahmung der Natur. Genau. Ich kann mich nackt in den Sonnenuntergang ins kalte Wasser setzen, kann aber auch eine Infrarotlampe in eine Eistonne scheinen lassen, die ich in der Wohnung steht haben lasse. Also genau, so wie du Technik nutzt, um dich weiterzuentwickeln und wir sicherlich nicht mehr ohne Technik leben werden, was auch ein Rückschritt wäre, müssen wir jetzt eben gucken, wie wir vielleicht die Natur technisch wiederherstellen und natürlich, wenn wir möglich, auch die Natur so viel wie möglich in ihrer echten Reinheit zu nutzen. Und das ist doch ganz logisch.
Wenn ihr den Mund voll habt voller unnatürlicher Dinge, dann muss man das erstmal reparieren. Das Ziel und Mindset meiner Meinung nach ist aber, dass unsere Zukunftsgeneration, und da rede ich von unseren Kindern oder von, vielleicht auch von uns, die noch keine Probleme haben, wir müssen überhaupt gar nicht unsere Zähne reparieren. Unsere Zähne reparieren sich von alleine, von innen, durch euren Lifestyle, durch eure Ernährung. Soll ich mal das Bild für optimale Gesundheit kurz reinhauen? Gerne. Also für die Zuschauer, also für die Zuhörer, Dominik zeigt euch mal kurz ein Bild, wie er Gesundheit sieht. Ich erkläre es im Endeffekt nur kurz. Ihr seht hier so ein kleines Bild. Also was wir machen im Endeffekt ist, ich bin Gesundheitsoptimierungsspezialist, wenn man so will. Zahnarzt, also Titel ist Zahnarzt und auch Heilpraktiker und was auch immer, wie viel Zusatzausbildung. Das heißt, in dem Feld Spezialist für biologische Zahnmedizin. Die Idee ist aber, dass alle Coaches, ob jetzt Health Coach oder Naturheilpraktiker oder Herzspezialist oder Zahnarzt oder was auch immer, jegliche Spezialgruppen müssen aus meiner Sicht wissen, wie man den Körper optimal gesund kriegt. Und das ist eben natürlich ein Teil, und ganz viele Teile davon seht ihr selber auf diesem Bild, könnt ihr selber machen. Ernährung, Lifestyle, ihr könnt diese Self-Quantification machen, also viel messen über Blutwerte oder Nährstoffmangel. Dann könnt ihr auch eure Ernährung ergänzen und da bin ich auch ein Riesenfan davon. Bei mir ist immer die Nahrung, die Ernährung die Basis und man kann keinen beschissenen Lifestyle wegsupplementieren. Ja? Supplements sind fürs Tuning da. Dann seht ihr hier Recovery, so Dinge wie Grounding, Earthing, in die Natur gehen, Red Light benutzen. Wir machen ganz viel hyperbare Sauerstofftherapie, Sauna, Infrarotsauna, also all die Dinge, die eher jetzt heutzutage als Biohacking bezeichnet werden. Das sind alles Dinge, die könnt ihr fast schon selber machen. Aber remove the source, die Quelle entfernen, also Dinge, die eben 24/7, 24 Stunden, 7 Tage die Woche den Stress in eurem Körper auslösen, eine Entzündung auslösen oder eben auch eine Toxin-Zusatzbelastung auslösen oder Antennen darstellen, den Teil könnt ihr nicht weghacken, sozusagen. Da braucht ihr wieder einen, der sich dafür spezialisiert. Und wenn der Spezialist dann auch die anderen Sachen kennt und euch Strategien und Coachings an die Hand geben kann, dann wird ein Schuh draus und wir können eben tatsächlich unsere Umwelt und unser gesamtes Leben miteinander extremst verbessern. Insofern, Wissen bringt euch überhaupt gar nichts, ja, aber natürlich die Umsetzung dann. Und dafür kommen wir eben ins Spiel. Durch die ganze Erfahrung, die letzten 15, 20 Jahre Experimente oder was der Carsten noch hat oder andere Leute, die in dem Bereich tätig sind, ich bin doch der größte Fan oder wir alle arbeiten doch zusammen auf dieser Mission, was auch immer, spread the health oder health starts in your mouth, gesund beginnt im Mund, optimale Gesundheit. Es ist ein neuer Fokus, nicht im Sinne von Symptome, Abwesenheit von Krankheit, das interessiert mich gar nicht, sondern wie kann ich das Maximale rausholen? Wie geil wäre das für mich gewesen als 16-jähriger Leistungssportler, wenn ich zu jemandem hätte gehen können, der mir gesagt hätte, hey Domme, um noch mehr rauszuholen, musst du einfach nur den Teil weglassen. Deine Akne kommt von dem Milchscheiß, den du die ganze Zeit futterst. Und dass deine Gelenke wehtun und du Probleme damit hast beim Impact, kommt daher, dass du eben zu viel Entzündungsprodukte isst und kein Protein in deiner Nahrung hast. Und dein Mindset ist kacke. Arbeite doch an diesen Tools. Und wenn wir das jetzt alles zusammenbauen, dann können wir so eine Art X-Man generieren. Einfach den Mensch der Zukunft, der eben gut drauf ist und Gutes bewirkt. Und es gar nicht wirklich um irgendwelche Profite geht, sondern vielmehr um was zu verändern und weiterzuentwickeln. Und das ist eben der Teil, der mich maximal erfüllt und mir macht es wahnsinnig Spaß. Ich bin auch Gott froh, dass ich jetzt in diesem Expertenbereich tätig sein darf, dass ich mit Leuten wie Dr. Mercola oder Ben Greenfield oder anderen tollen Ärzten einfach mich zusammentun kann und dann unsere Ideen zu noch was Größerem bauen. Also nicht 1+1=2, sondern 1+1=100. Ja? Und dann das alles weiterzuentwickeln durch Social Media, durch Tools. Also das ist das, was mich fasziniert und mir Spaß macht. Neben natürlich meinem täglichen Business, Leuten auch aktiv im Mund die Störquellen zu entfernen. Aber da habe ich keinen großen Hebel, weil das ist ein One-on-One-Job. Deswegen müssen wir auch Leute ausbilden und Zahnärzte. Und deswegen ist es so wichtig, dass erstmal das ganze Wissen überhaupt mal rauskommt. Und ich habe das Buch es war nicht mal meine Idee. Ja? Carsten hat es auch schon gelesen. Das kam jetzt heraus, heißt in aller Munde. Das ist eben nicht ein medizinisches Textbuch, was sehr, sehr langweilig ist, muss ich ja zugeben. Sondern es ist ein Buch geschrieben für den Laien, also für euch da draußen oder auch für alle Zahnärzte, die sich noch ein bisschen weiterentwickeln wollen, die sich in dem Bereich Gesundheitsoptimierung noch nicht auskennen. Wie hängt denn der Mund zusammen mit dem gesamten Körper? Was können wir denn heute und was müssen wir denn heute für Strategien entwickeln,
im Zeitalter der chronischen Erkrankung und der De-Evolution unserer Gesundheit, um eben wieder alles rausholen zu können, Kinder aufziehen zu lassen und dann nachher, wie gesagt, zum Beispiel nur von Zähnen ausgehend gar nicht erst zum Zahnarzt zu müssen, weil die Zähne einfach von sich aus perfekt stabil werden. Ja? Ja. Und dann einfach die anderen Dinge zu schulen. Das macht doch Spaß, oder? Definitiv. Also kann ich dir nur zustimmen. Ein Grund, warum ich auch Functional Basics gegründet habe, quasi die Basis für die Gesundheit, Performance und Happiness. Aber auch die Bewegung Gesundheit ist für alle da, wo auch der Podcast drunter läuft, um dieses Wissen und die Erfahrung jedem zugänglich zu machen. Weil ich bin der Meinung, jeder darf davon erfahren. Genau, und sollte auch. Und das ist eben auch wie so eine Art moralische Verpflichtung, die ich selber habe, mein Wissen weiterzugeben, weil ich habe es ja auch für mich gelernt, um mich gesünder zu machen. Und mir macht es einfach maximal Spaß zu sehen, wie andere Leute sich weiterentwickeln und wie man dadurch was bewirken kann. Und das Wichtige ist aber jetzt, also ich gebe mein Wissen natürlich weiter, jeder meiner Patienten und alle, die zu mir kommen, denen gebe ich quasi auch die moralische Verpflichtung, das weiterzuerzählen. Ja. Und auch wirklich darüber zu sprechen, weil als ich mal depressiv war mit 22 und mich total gecrashed hatte, wegen meinem Lifestyle, hat mir keiner helfen können. Das musste ich einfach auf eigene Faust rausfinden. Hätte mir damals einer sagen können, hey Domme, easy. Hör mal auf mit dem und dem, guck mal nach den Neurotransmittern, mach mal das und das, wäre nach einer Woche gegessen gewesen. So hat es halt 3-4 Jahre gedauert, bis ich gecheckt hatte. Dementsprechend bin ich glücklich drüber, weil ich habe das alles gelernt. Aber ich war da, wo es sich unangenehm anfühlt. Ich bin da, wo es sich angenehm anfühlt. Ich weiß, es ist alles abhängig von dem, was ihr reinsteckt. Und persönlich ist es für mich, ich finde es geil, wenn ich eine Lösung habe, wenn ich wirklich selber was machen kann. Ich bin nicht der Typ, der jemanden fragt und nach einem Shortcut sucht. Ich stecke die Arbeit rein, ich mache Gewohnheiten zu meinem Lifestyle und tüftel daran rum, dass das alles automatisiert ist. Und das ist das, was wir gerne weitergeben würden. Und ich glaube, da geht auch die Zukunft hin, zumindest in diesem Bereich hier. Ja. Sehe ich ja, wie viele Leute und Anfragen da sind. Das ist ja unglaublich. Ja. Definitiv. Pass auf, Dominik. Ja. Ich würde gern an dieser Stelle, ich glaube, wir haben viel über biologische Zahnheilkunde, über Störfelder, wir haben über Amalgam, wir haben über Handy und gesprochen, auch über Parodontose und hast nicht gesehen. Ich würde jetzt gern hier den Podcast einmal cutten, damit wir in einem extra Podcast nur Fragen beantworten. Weil das sind, wie gesagt, ein paar, dann würden wir sie sonst auseinanderziehen. An dieser Stelle 3 deine Tipps, um den Mund und seine Zähne und alles, was da dran hängt, im besten Zustand zu halten. Deine 3 Tipps. Die 3 Tipps. Erstmal kurz zusammenfassend zu dir. Hast gut gesagt, alle Sachen sind ja eh online verfügbar zu biologischer Zahnmedizin. Da könnt ihr euch ja jetzt seit 20 Stunden damit beschäftigen und das Buch lesen. Aber die 3 Tipps, wie könnt ihr euren Mund so gesund wie möglich machen? Als allererstes wird mir einfallen, ändert euren Lifestyle, eure Ernährung, sodass ihr eben die Dinge habt, die ihr braucht. Also hört auf damit, Fertigprodukte zu essen, lasst Zucker weg, Weißmehl weg, Getreide weg und eben raffinierte Speiseöle und kümmert euch darum, mit der Natur zu gehen, lasst euren Vitamin D3-Wert messen. Das ist wahnsinnig wichtig für euer Immunsystem und aber auch für eure Zähne und wie stark euer Zahnschmelz ist. Und guckt mal, ob ihr da irgendwo einen Mangel habt. Jetzt lokal nur für die Zähne, guckt mal, dass ihr vielleicht Ölzehen installiert und ganz simpel einfach Kokosöl in den Mund nehmen. Man kann das noch ein bisschen anreichern, zum Beispiel mit essentiellen Ölen wie Oregano und Pfefferminz. Und das Ziel ist eben, dieses Kokosnussöl für 5 bis 15 Minuten im Mund zu haben. Dadurch wird euer Immunsystem besser. Ja, und ihr löst Toxine raus und Bakterien raus und dann müsst ihr das Zeug wieder ausspucken. Das wäre noch eine Strategie, du hast gesagt, nur für den Mund direkt, richtig? Nö, du kannst auch noch einen ganz großen Tipp raushauen. Genau, und das Allerwichtigste ist, es ist eure Gesundheitsreise. Wenn ihr euer Warum definiert und meine Priorität ist, und ich versuche das auch für alle anderen zu greifbar zu machen, macht optimale Gesundheit als eure Priorität. Und alles andere fällt drunter. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das absolute Gegenteil. Wenn ihr maximal und optimal gesund seid, könnt ihr mehr aus eurem Leben rausholen und ihr habt mehr Energie, um anderen Leuten zu helfen. Sei es eure Kinder, eure Familie, eure Frau. Es ist quasi eure Verpflichtung, alles rauszuholen, was irgendwo geht mit diesem Fokus. Und dann habt ihr auch natürlich mehr Familie, Freiheit, Freude, weil wenn ihr nicht krank seid, sondern optimal gesund, könnt ihr natürlich eben viel, viel mehr rausholen. Das ist wahrscheinlich so das, was ich machen würde. Okay, also es waren 3 Tipps. Ich würde jetzt die Fragen tatsächlich im Nachgang nochmal machen. Also schaut bitte direkt in die Podcast-Folge danach. Da kommen nur Fragen, eure Antwort.
Dominik antworten auf eure Fragen. In dem Sinne, teilen, kommentieren. Ihr findet noch mehr Informationen von Dominik. Alles in den Shownotes. Nehmt gerne Kontakt zu ihm auf Instagram und Co. Super Inhalte, Content, der euch weiterhilft und euch Impulse gibt, euer Blick schärft und ja, so diesen Blick über den Tellerrand der Gesundheit euch gibt. Dominik, an dieser Stelle dranbleiben. Ich wünsche allen einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.